Fall Guys Ultimate Knockout Let's Play. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, meine Freunde, ein neuer Monat und es beginnt hier auch in Fall Guys eine neue Session. Interessanterweise zufällig wieder eine Session mit 4 Episoden. Heute kommt die erste, morgen die zweite. Dann ist erstmal ein Päuschen und in dieser gibt es nicht viel zu sagen. Ich habe einen Spielmodus gewonnen, bei dem ich bisher, glaube ich, immer nur auf der Verliererstraße war. Umso schöner. Mehr möchte ich aber im Vorhinein nicht verraten. Ich schicke euch jetzt einfach in die 25. Solo-Runde. Chronologisch ist es die 34. Episode, das 34. Der Turnier und wünsche dazu wie immer viel Chaos und viel Spaß. Neue Session, neues Glück, würde ich einfach mal sagen. Wolkenrennen, na gut, okay. Spiel gerade erst angemacht, aber zum Warmwerden, ja. Damit komme ich ja nicht immer ganz gut klar. Ich dachte mir, ich mache ein, zwei Matches. Episoden, wie auch immer. Bisschen leveln noch. Level 40 ist ja auch nicht mehr weit. Gibt es ein Achievement? Da freue ich mich sogar drauf. Oh, ich stehe mal ganz vorne hin. Hui. Attacke. Und ich habe die Jump-Taste gedrückt und er hat schon gemacht. Okay. Das war auch zu kurz, aber das Wunder. Immer wieder als Erster reinkommen bei dem Käse. Ja, danke dafür. Danke dafür. Ich bin sehr verbunden. Heute blocken sie mich aber ordentlich. Das ist blöd, oder? Also immer das Tor vor ihrer eigenen Nase zu machen, das macht überhaupt keinen Sinn. Papa geht natürlich nicht den Flipper hoch, dadurch holt er ordentlich auf, obwohl das ganze Ding eigentlich überhaupt nicht gut gelaufen ist. Komm vor dem Ghostie rein, gefälligst. Jetzt geh halt darüber. Na gut, das wackere Würstchen. Das bin ich ja inzwischen auch. Wenn ihr das mitbekommen habt. Was ich jetzt einfach mal hoffe. Hat auch jeder das Kostüm jetzt, oder? Das ist viel zu spät. Du musst woher springen? Freund der Sonne. Wenn der Herzschlag zu hören ist. Naja. Okay. Vielleicht schafft er es noch, wenn er nicht durch die Mitte. Okay. Wenn er nicht durch die Mitte geht, wollte ich sagen. Also Flipper, dann kann er es noch schaffen. Warum nicht? Wenn er nicht. Okay, das war etwas unlucky vielleicht. Hä? Ja, wenn er jetzt links oder rechts geht. Okay, das war dein Todesstoß, was du jetzt gerade versuchst. Tja, du hättest es geschafft, wenn du mich fragst. Aber das war's. Das war's. Okay. Zum ersten Mal, dass es mal gereicht hat. Zum ersten Mal wurde ich quasi Lügen gestraft. Das war auf jeden Fall knapp für ihn. Er hat es aber geschafft. Was kommt jetzt? Oh weh. Oh weh. Das ist nichts, um zu spielen, wenn man gerade es angemacht hat. Aber ich werde es versuchen. Vielleicht sind ja die Ventilatoren am Start. Also im Sinne von diese, die einen nach oben pusten. Ja, so tatsächlich. Ja, das hilft schon mal. Damit ist es doch etwas leichter. Nicht ganz so grausam. Soll ich links oder rechts gehen? Gerade geil. Ich bleib einfach mal stehen, das glaubst du, ist mir zu blöd. Na, ich bleib einfach stehen, das ist mir zu doof. Weil, wenn ich jetzt gerempelt werde und so weiter, wisst ihr schon, was ich meine.
So, jetzt kann ich. Okay, alles klar. Also wenn es heute noch ein bisschen so weitergeht, dann kann ich auch wieder ausmachen. Jetzt kann ich auch was riskieren. Jetzt ist egal. Na gut, dann halt so. Dann riskieren wir halt was. Und wieder habe ich die Hüpfentaste gedrückt. Manchmal macht er das einfach nicht. Weiß nicht warum. Schaffe ich es in den anderen auch gleich rein? Okay. Das habe ich jetzt nicht begriffen. Gebe ich zu. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Oh Junge, hau ab. Ganz im Ernst. Ja, da war jetzt der schon. Ja, der nächste, der mich blockt. Ey. Hat er mich gerade versucht festzuhalten oder was war das schon? Okay, dann mach er eben keinen Slide oder wenn man sagen will. Also wenn das mal gut geht. Ich habe jetzt noch nicht aufgegeben, aber naja. Ich weiß nicht so recht. Schon ein bisschen was riskieren jetzt. Tschüssi. Ah, Mist, der Bereich. Also das war, naja. Naja, gut, okay. Ja, manchmal muss ich meine Emotionen echt im Zaum halten. Da ist ja schon wieder unser Kollege mit dem grünen Hosen-Dingsi, was auch immer. Vielleicht finde ich den ja nochmal. Wo ist er denn? Es war wieder klar, dass es wieder einer der letzten ist, wenn ich hier das durchgehe. Da ist er. Bist schon wieder da hinten am Rumeiern. Diesmal wird es nicht reichen. Tja. Nimm doch den Venti. Tja. Dann nimmst du den Venti halt nicht. Es war ein holpriger Beginn, wie ich finde. In der dritten Runde bin ich trotzdem. Also was soll's. Was soll's. Schauen wir mal. Vielleicht mal was Cooles. Ja, von mir aus. Das spiele ich eigentlich ganz gerne. Ist zwar immer sau spannend irgendwie, weil ich immer das Gefühl habe, jetzt wird es Zeit, aber eigentlich bin ich da ganz gut. Wenn ich total unlucky läuft. Bin da schon seit Ewigkeiten nicht mehr ausgeschieden. Wenn ich es überhaupt schon mal bin. Wisst ihr nicht, wann das gewesen sein soll? Und mit 30 Leuten, ich habe das auch schon mit 18 und so gespielt, sollten genug Pinguine da sein, um mal einzukriegen und dann bewährte Taktik einzusetzen. Gleich auf die Nase gelegt direkt. Ne, das hast du schon bei mir genauso gemacht, also vergiss es. Ja, stinkt ja. Ja, das Spaß stinkt. Dann eben das. Das ist zwar ein komischer Move, ich gebe es zu, aber mir ist doch egal, wie ich meine 25 zusammenkriege. Haha, wolltest du mir wegnehmen, gell? Ja, ist nicht. Und tschüss. Jetzt könnt ihr dann meinen Pinguin haben. Ja, ich sag ja, in dem Match, Spiel, whatever, bin ich ganz gut. Wenn man festgehalten wird, muss man kurz loslassen, dann macht es keinen großen Sinn. Aus dem reißt man sich dann sogar, glaube ich, los. Er spielt ein bisschen so, als wenn er sagen würde, oh, ich habe jetzt gleich keinen Bock mehr. Tja. Das wird, glaube ich, nichts. Der Christmas-Typ. Jetzt hast du einen, jetzt war es echt nichts. Ja, jetzt kannst du vielleicht noch was reißen. Wenn du jetzt nicht dumm bist, da bleib jetzt stehen. Stell dich zu dem dazu. Er macht es dir wenigstens vor. Ah, könnte noch reichen, Freund. Freund Nase. Ihr zwei, oder? Ah, nee, einer von euch beiden. Ja, aber wer? Okay, tut mir leid, Freund Nase. Runde 4 incoming. Gibt es jetzt gleich wieder Finale, oder was? Ich habe langsam das Gefühl, ich kann nicht mehr alle Finals zeigen, sonst wird es einfach zu viel. Ich habe ja 200 Videos irgendwann.
Finals sind langsam hier normal. Oh je, das habe ich bisher immer verloren. Das ist jetzt was ich noch nie gewonnen habe. Weiß nicht, ob mein Team da immer irgendwie... Aber das habe ich noch nie gewonnen. Vielleicht versuche ich diesmal was anderes zu machen. So den anderen die Batterie abzugraben oder keine Ahnung was. Also ich habe immer versucht anzumalen, wie blöd. Es hat irgendwie nie was gebracht. Vielleicht versuche ich mal zu verteidigen. Also ich nehme jetzt mal keine Batterie. Sondern versuche... Ja gut, eine, wenn hier die so liegt, okay. Aber ich wollte sagen, ich wollte eigentlich Ärger machen gehen. Okay. Ja, nimm die Batterie, das macht nichts. Ich nehme das jetzt nämlich deinem Kollegen hier weg. Ja, genau auf die Weise. So ein bisschen defensiv spielen. Ja, das war der Ort. Vielleicht klappt das ja. Damit die gar nicht viel machen können. Jetzt mal ein bisschen anmalen. Weil wenn sie keine Batterien haben. Du wisst schon, was ich meine, oder? Aber jetzt muss ich doch mal ein bisschen anmalen, habe ich das Gefühl. Ich bin mir also sicher. Du bleibst jetzt da. Du lässt es jetzt bleiben, sonst wäre ich sauer. Ja, du kannst mich ruhig festhalten. Nein. Du auch nicht. Das klappt nicht mit dem Defensivmode, den ich davor habe. Okay, dann schnappe ich mir jetzt einfach eine Batterie mal an. Das wird zwar zu spät sein, aber ich kann machen, was ich will. Kann das sein? Tja, ich habe... Was? Oh, ich wollte gerade sagen, ich habe es versucht. Was? Haben wir es jetzt noch gerissen oder was? Ich wollte gerade sagen, ich habe es versucht. Also irgendwas muss richtig gelaufen sein. Auch recht. Hä, was? Okay, ich bin verwirrt. Manchmal gucke ich bei den Ergebnissen auch falsch, dass ich denke, ich bin gelb oder so. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ja gut, das ist das erste Mal, dass ich das, glaube ich, geschafft habe. Vielleicht hat das ja was gebracht, dass ich so ein bisschen die anderen geärgert habe. Es müsste aber Finale kommen. Und es ist wieder mal dünnes Eis. Naja, so habe ich wenigstens die Möglichkeit, das mal zu gewinnen. Beim letzten Mal war das ja richtig knapp. Diesmal ist aber nichts mit... Ist aber auch breiter jetzt. Diesmal ist nichts mit Schwerkraft. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Naja, okay. Ich wollte den eigentlich ärgern gerade. Nein! Das war Karma. Ich habe versucht, ihn über die Brüstung zu schubsen. Und ich habe es bereut. Ach egal, ich will schon gar nicht mehr wissen, wie es ausgeht. Ja, das war Karma live. Ich dachte, ich kann auch mal schubsen. Der sah so aus, als wenn er so halb AFK wäre. Ach Mann. Auf der anderen Seite immerhin bis Runde 5, weil dieses Eis, das ist auch irgendwo bei mir, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich will nicht sagen, dass ich nicht motiviert bin. Alles klar, immer her damit. Nee, ich will nicht sagen, dass ich nicht motiviert bin, aber es nervt einfach irgendwie, dieses Eis-Dingsy. Ich habe aber jetzt sogar noch ein Unterteil bekommen, Eiscreme-Unterteil, wegen 33 Kronen. War doch was abgesahnt, oder? Oh yeah. Naja, wunderbar.